Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Two Point Campus. Beim letzten Mal haben wir Upper Etching fertig gemacht. Mit Campus Stufe 25, den nötigen Kleingeld und so weiter. Hier beim Cheeseball haben wir es ja leider nicht bis zum dritten Stern geschafft. Wo ist denn nun die nächste Map? Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Aber hier muss doch noch irgendwo einer sein, dich auch noch nicht. Wo bist du denn da? Ach, hier auf der Insel Pebbly Ruins. Hebe uralte Schätze aus für deinen akademischen und finanziellen Erfolg. Startkapital nur 80.000. Ui, 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 das kann ja was geben. Wer es findet, darf es behalten. Gute alte Weisheit, wer kennt sie nicht? Sämtliche Kinderstreitigkeiten wurden damit beendet. Aber ich denke mal, das wird so Richtung Archäologie gehen. Bin ich gespannt, wie die das lösen. Viele der größten Schätze des Countys lagen einst tief unter der Erde begraben. Wie kommt das? Lebten unsere Vorfahren tief unter dem Meeresspiegel? Oder wollten sie schlicht alle ihre wundervollen Besitztümer vor unseren gierigen, schmierigen, marmeladeverklebten Klauen verstecken? Diese Frage können wohl nur die Archäologen und Historiker beantworten. Was ich sagen wollte, Archäologie wirkt doch eigentlich viel zu seriös. Deswegen bin ich gespannt, was dieser Campus hier bringen wird. Willkommen in Pebbly Ruins, wo der exzentrische Forscher Wiggy Silverbottom ein exklusives Urlaubsziel voller archäologischer Artefakte und überteuerter Souvenirs eröffnen möchte. Das einzige Problem, in seinem Überschwang hat Wiggy sein komplettes Budget für ein opulentes neues Hotel verbraten. Um den Campus zu finanzieren, müssen wir daher Artefakte verkaufen, also schnapp dir besser deine Schaufel. So, wir haben Archäologie. Wiggy Silverbottom sagt, guten Tag, Wiggy Silverbottom hier. Willkommen in Pebbly Park. Die Fertigstellung wird noch einige Anstrengungen erfordern, aber das ist schließlich bei allen guten Dingen so. Wenn die Studierenden sich auf die Ausgrabung konzentrieren könnten, behalte ich weiterhin das große Ganze im Auge. Das Hotel, die Souvenirs und Werbeartikel, vielleicht ein nettes Omelett, womit ich sagen will, wir alle haben viel zu tun. Ja, das stimmt allerdings. Artefakte verkaufen. Es heißt immer, antike Artefakte wären unbezahlbar, aber das ist kompletter Unsinn. Es gibt reichlich Leute, die durchaus dafür bezahlen können. Tausche die Artefakte, die deine Studierenden an der Grabungsstätte finden, gegen köstlich fungibles Bargeld. Je größer die Grabungsstätte, desto mehr Artefakte wirst du finden. Tu dies aber mit Bedacht, denn wenn du sie behältst, verleihen Artefakte deinem Campus eine Menge Prestige und Attraktivität, auch wenn sie etwas staubig sind. Da bin ich mal gespannt. Studierende werden gebeten, sich beim Warten. So, 20.000 verdienen, indem man Artefakte verkauft. So, da ist ein Bücherwurm, das wird kein Artefakt sein, aber die beiden hier, zack, zack, und Überraschung, genau, 20.000. Ertragreiche Boden, so sehr ich es auch versuchen will, will Geld einfach nicht auf den Bäumen wachsen, aber es scheint sich über die Jahre hinweg in der Erde zu kristallisieren. Ich hatte dieses muffige alte Zeug lieb gewonnen, aber ich muss sagen, Geld ist mir noch lieber. Also, ich will mich nicht in Geschäftliches einmischen, ich bin sowieso eher ein Ideenmensch. Dann bauen wir doch mal ein Campusgebäude. Okay, der Preis scheint erstmal egal zu sein. Ja, Moment, das ist vielleicht... Ich mach's vielleicht doch mal ein bisschen anders. Das Personal wird gebeten, sich um die Studierenden zu scheren. Das einmal weg. Unten auch, und dafür gehe ich hier in die jetzt war das noch nicht so recht. Machen das zumindest so, und oh, ich habe hier ein bisschen... Ja, ich habe ja ein bisschen zu viel weggeknuspert, so viel wollte ich gar nicht wegnehmen. Wir machen es so. So, den Eingang will ich aber schon parallel hier zu haben, dass er mittig ist. Mein innerer Monk will das. So, einen Ausgang brauchen wir anscheinend auch noch. Okay, wir nehmen hier hinten eine Reihe weg. Vielleicht reicht das ja schon. Ja, es reicht. Nein! Es reicht immer noch ein bisschen drüber hinaus. Wir müssen noch eine zweite Reihe wegnehmen. Na gut, dann ist das so. So. Das Ding doch ein bisschen sehr teuer.
So, erst einmal ein Vorlesungssaal. Hallo, ihr hört Radio Campus. Wie immer gibt's von DJ Shorts nur frisch gepresstes Radio mit 100% Fruchtgehalt. Ein musikalischer Gaumenreiniger, der euch den so, Vorverdaut ach Gott, Studenten Stufe garantiert 10 im Studiengang Archäologie, oh Gott. Mal sehen, ob ihr den Unterschied schmeckt. Wollen wir denn die Ausgrabung stellen? Können wir die überhaupt drinnen bauen? Ja, oder Vorlesungen sind theoretisch keine Pflicht. Durchfallen? Ach nee, die müssen. Und oh nee, die müssen draußen gebaut werden. Wie mies ist das denn? Ich hätte drauf kommen können, aber mir fehlt natürlich ein Grundstück dafür. Das ist schlecht. Ja, wir machen jetzt erstmal den Vorlesungssaal. Alles andere schauen wir im Nachgang. Müssen wir die Temperatur technisch? Oh ja, wir müssen kühlen. Ein Blümelein und Desinfektion, so Hygienesachen, die will ich natürlich schon haben. Zack. Ein Archäologiedozent, zack. Ein Hausmeister schon mal. Der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Ist das nicht wunderbar? So, ich glaube, ich muss mal hier das Campusgebäude ein wenig überarbeiten. Ich werde nämlich hier ein bisschen was wegsnacken. Hallo? Warum geht das nicht? So. Jetzt aber zack. Schön ist, ich kriege dadurch ein bisschen Geld wieder. Ich hoffe, der Platz reicht für eine Grabungsstätte. 7x7 reicht natürlich nicht. Dann werde ich hier noch ein bisschen mehr wegsnacken. Es hilft ja alles nichts. Haben wir noch 3 Felder, zack. So. Können wir hier nämlich vielleicht 2 Grabungsstätten hinpacken. Hausmeister im Vorlesungssaal benötigt. So, nehmen wir hier 7x8. Da den Zugang. Temperatur erhöhen. Ja, Temperatur erhöhen. Das brauchen wir jetzt ganz bestimmt. Wobei, vielleicht brauchen wir das wirklich. Nur am Rand einer Grabungsstätte, okay. Bringt alles nichts. So, können wir den Studiengang verwalten? Verbessern können wir es nicht. Dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt. Ja, ich weiß, ich brauche einen Schlafsaal. Und vielleicht auch Duschräume. Mach erstmal einen ganz rudimentären Schlafsaal. Achtung! Erst einschreiben, dann studieren. So, noch ein paar Schränke. So, und schon geht mir das Geld aus. Ich habe leider bei dem Gebäude ein bisschen sehr groß. Was? Ach du Schreck, ich kann gar nicht so viele Darlehen aufnehmen. Oh nein! Gut, dann brauchen wir zumindest hier noch ein Badezimmer. Heute möchte ich über einen Schauspieler namens Roderick Cushion reden. Moment, das viele war jetzt halten Cushion ja für einen Verräter seiner blöd Kunst, positioniert. Einen cineastischen Söldner, der für Geld buchstäblich alles machen würde. Und klar, ich verstehe schon, warum manche so denken, auch wenn sie damit total daneben liegen. Ja, Klimaanlage brauchen wir auch. Wenn Roderick sich dazu entschließt, den sicheren Gewinner der goldenen Himbeere zu drehen, dann gibt ihr damit ein Statement zum Kern des Kommerzkinos ab. Ich sage jedenfalls, danke, Mr. Carson. So, dann erstmal noch ein Duschraum. Für das Gute. Wir damit wissen, die notwendigsten Hygienebedürfnisse befriedigt werden können. So, ich mache jetzt erstmal den bewusst nicht so ganz voll. Einfach damit ich noch Potenzial habe, um später den zu erweitern und jetzt gerade das Geld einfach für andere Sachen noch ausgeben kann. So, wir drehen schon mal eine Temposchraube.
Sieh da, wir haben tatsächlich ein bisschen Gewinn gemacht. Ich bin begeistert, trotz Darlehen. So, ihr Lieben, dann fangt mal an auszubuddeln. Ist jetzt offen für Archäologie. Ich hoffe, ihr werdet fündig. Ach Gott. Nervöse Kelle. Okay, das ist nicht gut. Ja, eine Bibliothek, die sollte ich in der Tat bauen. Ich glaube, die ist auch erstmal wichtiger als ein entsprechendes entsprechende medizinische Einrichtung, weil die kann ich mir jetzt sowieso erstmal noch nicht leisten. Aber wir brauchen noch einen Assistenten dafür. Na, guck. Also monetär, muss ich sagen, läuft's. Da fangen. Ah, verdammt, ich war zu langsam. Nein! Der Stundenplan ist nicht in Stein gemeißelt, aber er wird trotzdem nicht geändert. Ach, da fehlt wieder eine Klimaanlage. Gereizt. Super, die haben. Ich brauche schon was für Seelensorge. Ich brauche schon was für. Können wir eins von beiden. Die Seelensorge können wir schon machen. Sehr schön. So, dann machen wir dich doch mal ganz einfach dahin. Klima kriegst du auch. Und ein Blümelein. Zack. Brauchen wir nur noch einen, der. Seelsorge kann. Dich hauen wir mal raus, damit wir einen neuen Bewerber kriegen. Ja, guck mal, da fangen wir doch schon langsam an, was auszubuddeln. Als nächstes ein Fahrrad. Musikrezension für euch. Maggie hat sich die Boogie Nights für uns live angeschaut. So, wie schaut's? Ach, wieder kein. Ich brauche einen Seelsorger, verdammt. Ja, es stimmt. Ich habe die Boogie Nights live erlebt und es war super. Die Lichtshow, die Tanzeinlagen, einfach alles. Ich frage mich, ob wir die Ausgabestätte ewig behalten können oder ob wir. Was wegen der schlechten Campusbeschilderung allerdings nicht einfach war. Okay, die brauchen eine Nachhilfe. Ich hätte den Gig fast verpasst. Dann wäre diese Sendung ein absoluter Totalschaden geworden. Häufige Fragen. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich den Platz sinnvoll nutze. Nicht rosa sein. Ich mache hier hinten mal ein. Zack. So, du gehst zur Nachhilfe, aber sowas von. Wir machen weiter gewinnen, das finde ich super. Wenn wir jetzt noch mal ein paar Gescheite angestellt hätten, das wäre richtig Töfte. Na komm, was haben wir hier? Yes, endlich den Seelsorger, den ich brauche. Zack. Gesundheitsinspektion, oh Gott. Note 6, das ist schlecht. Wer durchfällt, sollte versuchen, fleißiger und effizienter zu sein. Eieieiei, ich hoffe, ich krieg das gewuppt. Henry Jobsworth ist wegen einer routinemäßigen Inspektion der Gesundheits- und Sicherheitsstandard hier. 6 Minuten zu früh, wie immer. Ja, immerhin ein kleines Plus. So, geh mal lieber. Du brauchst keine Nachhilfe. Du solltest einfach mal hier am Unterricht teilnehmen. Kollege. Das würde schon mal helfen. Dann würde sich dein Wissen auch erweitern. Was brauchen wir jetzt? Eine doppelte Betonbank, die schalten wir doch gerne frei. Geht natürlich nur draußen. Machen wir die da hin. Zack. Oh, ein Erdbeben. Das ist natürlich schlecht. Hausmeister im Schlafsaal benötigt. Räum's. Und dadurch hat sich unser Campus verbessert. Welche Ironie.
Und 5000 durch die Gesundheitsinspektion. Nice. So, stellen wir erst einmal noch einen Dozenten ein, der Nachhilfe geben kann. Und einen Hausmeister, der auch verteidigen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier Angriffe zu erwarten haben. Nein, wieder zu spät, verdammt! So, die Nachhilfe läuft. Wunderbar. Ach, guck mal, das Blümelein wächst wieder. Ja, Mensch. Was ein bisschen Wasser so bringen kann. Jetzt neu in Crumleys Studentensortiment. Fisch im Karton. Ja, sorry, ihr habt gerade wenig Spaß, ich weiß, aber ich habe auch wenig Geld zu meiner Verteidigung. Ich muss nämlich sparen, damit wir eine Klinik bauen können. Brauchen wir nämlich relativ dringend, glaube ich. Ah, gut, dass wir ihn eingeschaltet. Oh, ein ganz, ganz enges Plus. 99 Flocken. Genau wie bei Muttern. Habe ich dich gerade jemand eingestellt, der verteidigt? Zack. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich gucke mal, ob wir zumindest mal hier so den einen oder anderen Spielautomaten aufstellen können, wollen. So, komm, dass ihr euch ein bisschen austoben könnt. Na gut, Seelsorge bist du schon dran. So, zack, da wird jetzt hoffentlich der letzte Eindringling noch vertrieben. Yep, und weg ist er. War das auch der letzte? Leider ein bisschen Verlust. Oh Mann. Das hasse ich immer so in dieser Anfangsphase, wo man sich so ganz, ganz wenig bewegen kann. Aber hey, hier 10.000 plus, sehr schön. Ich fände es super, wenn ihr mal ein bisschen mehr buddeln würdet, dass wir auch mal Artefakte finden, die wir verkaufen können. Na, immerhin euer Notenschnitt hat sich verbessert. Gibt es denn jemanden, der durchfällt? Oh ja, zwei. Die schicke ich mal beide direkt zur Nachhilfe. Ich möchte nicht, dass ihr durchfällt. Stimmt, ich habe gar nicht die ganze Sache mit den Clubs, die habe ich noch gar nicht. Au, der Monat tat jetzt richtig weh. Ach guck mal, es wird endlich mal wieder gebuddelt, ja schön. Dann buddelt, was das Zeug hält, ihr Lieben. Ein Schatz. 45.000. Wow. Antikes Gerümpel. Will ich das erstmal behalten? Ich behalte es mal als Notgroschen. Ich meine, es wäre ordentlich, aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir durch den ERF-Bonus jetzt wieder ein bisschen mehr kriegen. Baumbank. Sollt ihr erhalten? So, habt ihr das schon rausgebuddelt? Nee, noch nicht ganz, schade. Ich finde, doch, die Audi-Stiftung wird einfach viel 3000, 8000, okay. Klar sind all die Infos zu ihrer dubiosen Finanzierung, ihr ständiges Archäologie-Werkzeuge. Die Kugel und die ewigen, nervigen Werbespots. Hast du jetzt alle Artefakte an deiner Ausgrabungsstätte gefunden? Platziere sie auf deinem Campus, um dessen Attraktivität und Prestige zu erhöhen, oder verkaufe sie. Zusammen feiern. Alle verbleibenden Artefakte werden bei der zurücksetzenden Ausgrabungsstätte verkauft. So, und wie setze ich die zurück?
Erinnerung an alle. Werden die jetzt automatisch zurückgesetzt? Fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Du kriegst auf jeden Fall Nachhilfe, Kollege. Die beiden verkaufe ich jetzt einfach mal. Zack. Und wieder ein knappes Plus. Was sagt unser Darlehen? Ach guck mal, wir können schon ein weiteres aufnehmen. Sehr schön. Ein Wasserspende wollt ihr haben? Ja, gerne doch. Dann würde ich sagen, da wir ja ein weiteres Darlehen aufnehmen können, kümmern wir uns erstmal um die ganzen Club-Sachen. Was ist denn den Orbi-Club? Hausmeister bei den Betsys. Kollege, du sollst jetzt zur Nachhilfe gehen. So, geht doch. Ich lasse jetzt bewusst erstmal nur den Orbi-Club, weil er mir noch ein bisschen Geld bringt. Können die anderen Clubs ruhig erstmal ein bisschen warten. Ach guck mal, jetzt wurde es schon zurückgesetzt. Okay, das heißt, jede Ausgrabungsstätte... Okay, wir brauchen nur zweite. Aber wir sehen uns erstmal die Auszeichnung an, ihr Lieben. Nichts haben wir bekommen und einer ist durchgefallen. 90% Bestandrat, das ist ja schlecht. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir machen mit dem nächsten Studiengang erstmal, also mit dem nächsten Studienjahr, nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, tschüssikowski!